Waffen Waffen benötigt, Sire. So. Hi. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Und Marsch! Was der einen betretenen Bogenschützen hat, das ist einfach nicht zu fassen. Ich finde ja tatsächlich, dass der Wazir der stärkste arabische Fürst ist. Auch schlimmer als Saladin. Einfach wegen der Massen an berittenen Bogenschützen, dann die Tribocke, dann noch die Feuerballisten in diesen Mengen. Das ist einfach eine eklige Kombi. Da hat man selbst mit massig Armbrustschützen seine Probleme. Und das ist eigentlich immer der beste Konter gegen Araber. Das ist, Schultert die Waffen. Vorwärts! Ihr seid erfüllt, Grüße, Herrscher. Irgendeiner, der schwache Wirtschaft hat? Der Grüne hat Probleme. Dann machen wir den zuerst. Weil den kriegen wir, komm, den nerv ich jetzt einfach auf diese Art und Weise ordentlich. Eine Nachricht von Vasir. Das hat wehgetan. Ein erträglicher Ausfall. Eine Nachricht von Vasir. Lasst meine Burg in Frieden, Elend. Die gute alte Artillerie. Im Mittelalter. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Bereits, eure Lordschaft. Das hat mir jetzt auf jeden Fall einiges gekostet. Ein erträglicher Verlust. Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. Ich merke gerade, ich lasse die auch gar nicht im Pärchen laufen, die. Damit können wir auch wieder einiges bewirken. Ich lasse sie gerade gar nicht mehr so ein Pärchen laufen, die Armbrustschützen und Pikiniere. Das müssen wir demnächst mal wieder machen. Zur Stelle. Wenn wir nicht so viele für die Verteidigung bräuchten. Kontinuierlich. Es werden Rekruten in der Zwischenzeit hauen wir ja weiter rein. Immer schön weiter drauf spucken. Immer schön weiter ins Gesicht. Tut wohl ein bisschen weh. Wackelig wie ein. Also die Vorbereitung für unseren Angriff. Den hinteren Teil wegzubomben ist keine schlechte Idee. Ich weiß nämlich, wie ich mich um den vorderen kümmere. Das Vorratslager ist voll. Danke. Ich glaube, das sagt er mir schon irgendwie seit Stunden, aber ich habe es bis jetzt irgendwie ständig ein Ohr rein, andere wieder raus, quasi. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Los! Nam! Zanakomu Bidalik. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Obwohl man sagen muss, dass das nicht das teuerste ist. Die Pappbäckereine, das Zeug. Das hier vorne ist teuer. Ein erträglicher Verlust. Aber damit versaue ich mir meinen Plan, wenn ich hier reinbresche. Es sei denn, ich mache es natürlich so. So geht's auch. Oh, er hat sogar Schaden gemacht. Wie ein so wenig, jetzt ist sogar offen. Gras. Ein erträglicher Gras. Es werden Rekruten benötigt. Wollten wir unsere Burg noch weiter? Ich bin noch nicht sicher genug. Wir machen lieber noch einen weg, dann können wir an der Burg ein bisschen weiterbauen. Es werden Rekruten benötigt. Ein erträglicher Verlust. So, jetzt wieder alles aufbauen. Das ist das Schlimmste am Vasir. Der schießt einem alles weg. Der versucht nicht zu stürmen oder so. Der schießt einem einfach die ganze Verteidigung über den Haufen. Ein erträglicher Verlust. So, wir können dann bald schon mal wieder. Das ist das Schöne. Kommen wir wieder hoch? Ja, wir kommen da hoch. Wunderbar. Okay. Und hier noch. Jetzt dürfte er, glaube ich, bearbeitet genug sein fürs Erste. Ei,
Es werden Rekruten benötigt sein. Alles in Position. 44 und eine. Ja, oh, die können wir mal zusammen laufen lassen, ne? Yay. Ja, komm, ganz ehrlich, wir brauchen unsere Pikiniere gar nicht für den jetzt da oben. Für ihn brauchen wir eigentlich nur die Schleuderschützen. Der ist ja gar nicht vonnöten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die dürften reichen. Ein erträglicher Aufwand. Solange das Feuer nicht zu heftig wird. Soll aber eigentlich gehen. Ansonsten können wir ja weiter. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr seid der drittgrößte. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich bin der drittgrößte, Achtung. Das ist wichtig. Ein erträglicher Aufwand. Geht noch. Au. Ein erträglicher Aufwand. Da droht der Plan halt zu scheitern. Den ganzen Scheißpechgräben immer. Nee, so klappt das nicht. Okay, scheiß drauf, der Plan ist gescheitert. Braucht man es jetzt auch nicht mehr, das Zeug. Nee, so einfach ging es dann doch nicht. Aber mit euch, Freunden, dürfte einiges gehen. Schwer. Der wird weiter in den Ruin gebombt. Einfach. Ein erträglicher Verlust. Warum ist unsere Rüstungsproduktion eigentlich so gering? Normalerweise sind die viel, viel produktiver als die Pikenmacher. Klar, wir haben mehr, aber trotzdem. Steht da irgendwas nicht? Ich sehe. Machen wir das mal so. So, ich dürfte da wenigstens. Da kommt einfach durch die Hintertür rein. Wir haben nicht genügend Steine. Das dürfte einiges erklären, weil eigentlich habe ich das so im Verhältnis platziert, dass es so ziemlich gleich reinkommen sollte, beides. Es werden Rekruten benötigt. Sire? Wir können sogar den hier machen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Kommt wieder eine Überraschung. Eine Kläglich auf. Nachricht von Basil. Lasst meine Burg in Frieden, so. Wackelig wie ein Kartenhaus. Mit massig brennenden Bogenschützen kommen wir besser. Wir kommen auf jeden Fall besser mit so circa 40 brennenden Bogenschützen als jetzt mit 60 Meuchelmördern oder so. Wir benötigen Verhältnis. Gold. Weil die werden mir trotzdem noch zu schnell weggeschossen von den Resten, die hier sind. In Ordnung. Eure Lordschaft? Ein erträglicher Verlust. Ei, es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Nö. Ich nehme meine Wirtschaft nochmal mit. Ich bombardiere ihn weiter. Das macht gerade so Spaß. Hat er auch verdient, blöde Sau. Ist lang genug auf die Nerven gegangen. So, ich hoffe, du bist bereit. Gibt gleich den nächsten Spaß. Also schon mal verkaufen. Egal. Bam. Ich glaube, jetzt ist er gut vorbereitet. Vielleicht könnten wir es jetzt schaffen. Kosten ja nicht viel. Ein erträglicher Aufwand. Wackelig wie ein Kartenhaus. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ein erträglicher. Ja, ich glaube, den haben wir zu weit weich geklopft. Ach, da hat sogar. Ich glaube, jetzt können wir auf die Taktik sowieso pfeifen. Vielleicht kriegt man jetzt sogar wirklich mit ein paar Streitkommenkämpfern einfach wieder. Probieren wir es mal. 20. Müsste viel Glück mitspielen, aber es könnte funktionieren. Probieren wir es mal.
sind so Hühnerfutter. Zu Diensten. Ah, es werden Waffen benötigt, Sire. So. Ja, das Boot sitzt doch nicht so gut dabei. Ich glaube, das sollten wir doch wieder verändern. Unsere Goldfeuerknarren wachsen stetig, Sire. Jetzt hat er wieder zugebaut. Ein erträglicher Aufwand. So viel zu diesem Plan. Arsch. Ich glaube, du willst noch mal Steine auf dem Kopf haben. Verstehe ich das richtig? Manchmal, was er noch an Fallen hat. Wisst ihr was? Ihr macht jetzt einfach was kaputt. Den Marktplatz. Schade. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Ein erträglicher Verlust. Aber gut. Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. Ich hab trotzdem meinen Plan mit dem massig Schleuderschutz. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Breche ihm hier wieder was weg. Flatsch. Hervorragend. Ha, ha. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Hey, kommt. So wie ich mich durchgekämpft habe, darf ich mir diesen Spaß erlauben. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bei dieser Art Krampfkampf, die ich hatte bisher, komme ich auch die Mauern hoch? Es werden ja, da hinten, das würde klappen. Es werden Rekruten benötigt, das wäre mir sogar am liebsten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gehen wir mal kurz zu Ausbildungszwecken auf die 90. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, jetzt ist das Tor sogar weg. Oh, da kommen wir. Wir kommen eigentlich ruckzuck da hoch. Das müssen wir mal versuchen. 90, das dürfte doch jetzt wohl hinhauen. Ein erträglicher Verlust. Die möchte ich weiter für die anderen Vasiere aufsparen. Ei. Bei denen, die auszuhungern, das wird sowieso bäh. Nee. So, wir können mal wieder auf 60 zurück. Schultert die Waffen. Puh, das ging gut. Ja, Leute, geht mal hoch. Ah, gehen Sie schon, alles klar, ich verstehe. Ah, da wird Kontix persönlich mit. Lass mal kriegen, wenn man mit allen gleichzeitig wird. Es wird knapp. Versucht's mal. Macht Peaks. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt mit den Streitkampfkämpfern. Was gibt's? Die sind so gut wie tot. Solange die sich hier nicht so viel anschießen lassen. Ihr kommt noch zur Absicherung mal mit. Tun wir es auch noch, die 5 Meuchelmörder. Aber wir hatten hier sogar noch ein paar Schleuderschützen. Die 11 hätten es tatsächlich gebracht. Das wäre die Zahl gewesen. Eine Nachricht von Vasir. Zerstreut eure Tarnung. Was machen die hier vor meinem Tor? Oh Gott, Bäcker-Invasion. Den haben wir. Eine Nachricht von Vasir. Der ist im Übrigen nur im Deutschen so lustig mit seiner Stimme, wie ich finde. Also ich hab mir jetzt vor kurzem mal im Englischen angehört. Da geht's. Da ist er eher so, hat so einen typischen arabischen einfach Akzent. Aber dieses total heiserne Helle, das hat er nur hier im Deutschen. Das ist irgendwie genial. Wo ich sagen muss, dass mir die englische Ausgabe auch sehr gefällt von Crusader. Die hab ich mir jetzt die letzte Zeit ja mal gegeben. Ich habe ja zum Glück 2 verschiedene Versionen von Stronghold Crusader. Ich habe einmal das ganz normale Spiel auf der Platte und einmal die Steam-Version. Und ich habe mich entschieden, jetzt mal hier so die Steam-Version, dass ich einfach 2 verschiedene Versionen habe. Das ist die Version mit den gemoddeten Burgen, die Steam-Version ist die Version mit den normalen Burgen. Und die habe ich jetzt einfach mal spaßenshalber auf Englisch umgestellt. Das lässt sich einfach machen bei Steam auf Knopfdruck. Das ist das unglaublich Praktische bei Steam.
Nicht neu installieren. Ansonsten müsste man das Spiel neu installieren und auf andere Sprache nochmal draufhauen. Aber hier bei Steam einfach Rechtsklick drauf, Eigenschaften, Sprache umstellen, Englisch, fertig, aus. Das möchte ich machen für die KI-Kämpfe auf Englisch. Weil ich habe vor, das glaube ich sogar tatsächlich ein bisschen international zu machen. Im Sinne von, es gibt zwei verschiedene Versionen von so einem KI-Kampf. Beispielsweise Richard gegen Saladin. Gibt es einmal die Version, mit der ich kommentiere. Und dann entferne ich die Kommentarspur und dann gibt es noch eine zweite Version. Das total aufmerksam. Auf jeden Fall gibt es dann noch die zweite Version, komplett ohne meinen Kommentar, einfach nur mit dem Match an sich. Dann mache ich vielleicht sogar extra einen Zweitkanal auf für so unkommentierte wie Borg-Fu Stronghold-Videos quasi. Borg-Fu kann man es nicht nennen, das ist ja kein Durchlauf. Es ist eher so im Sinne von, ja, einfach mal so spaßenshalber eine Partie. Komplett ohne Commentary. Aber mit englischen Client zumindest. Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich möchte mal gucken, ob das Leute interessiert. Auch außerhalb Deutschlands und so. Das ist nur, damit ihr wisst, warum ich überhaupt den englischen Client drauf gemacht habe. Das ist einfach nur, um mal zu gucken. Einfach, um mal zu gucken. Euer Gnaden. Ist eine Art Experiment. Belagerungsgeräte bemannt. Eure Lordschaft. Ei. So, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut was zusammen. Wir können auch Baumeister mitnehmen. Ei. In Ordnung. So, hier geht mal getrennt davon. Ja, jetzt könnte man eigentlich auch die Burg weiterbauen, aber ganz ehrlich, sehr viel mehr brauche ich nicht mehr. Ich könnte jetzt noch weitere Module machen, aber eigentlich bin ich mit denen zufrieden, so wie sie sind. Sieht jetzt zwar ein bisschen rebelliert aus, aber es ist ganz okay. Die lassen wir so. So, ihr, meine Freunde, lauft dann zusammen. Das ist wunderbar. Zu Diensten, schultert die Waffen. Baumeister laufen auch mal separat, aber da könnten wir auch ein paar gebrauchen. Für ordentlich Belagerungsgerät. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Frage ist, mit was wollen wir stürmen? Am besten werden wirklich... am meisten gefallen würden mir tatsächlich... Die Sache mit den Belagerungstürmen. Achtung! Gebt uns eine Aufgabe! In Ordnung. So, ihr seid ein und derselbe Trupp. Auf dem Weg. Der Marsch wird uns gut tun, eure Lordschaft. Ihr produziert mir Geräte. Auf dem Weg. Ihr seid der zusätzliche Support. Ihr seid die Mauerräumer, das ist das Wichtige. Ihr seid die Mauerräumer. So, folgendes vor, mit den Pikinieren, mit einem guten Trupp Pikiniere werde ich versuchen, hier aufzubuddeln. Dann fahre ich mit dem Belagerungsturm ran und lasse Streitkommenkämpfer die Mauern räumen. Wenn es gut geht, geht's gut. Zu Diensten. Ja, Herr. Wie können wir helfen? Ziel ist notiert. Ein erträglicher Verlust. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. So. Auch rüber. In Ordnung. Das ist die passen einfach so gut zusammen. Eure Leute. So, ich mach mal zwei Belagerungstürme nur für den Fall. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja. Ihr seid mein Schlägertrupp. Nur Muskelkraft. Ei. Es werden Rekruten zu Diensten sein. Aber gern. Schultert die Waffen. Das dürfte zum Buddeln locker reichen. Also ich würde mal sagen, ja komm, machen wir mal. Vorwärts, Pikiniere. Ein paar Leibesübungen schaden nie. Möchte ich die Armbrustschützen gleich... Ja, wenn ich die jetzt einfach mit vorsetze, selbst mit Schilden... Also, gerade bei Vasirs Bogen, man opfert die Fernkämpfer dermaßen, wenn man die hinschickt. Das sind keine berittenen Bogenschützen. Selbst wenn man mit Schilden mitkommt, da kommt einfach mal so ein Pechgraben und brennt alles nieder. Da hast du keine Chance. Ja, zweite Welle vorbereiten. Gerade beim Vasir sind Wellenangriffe wichtig. Truppe Nummer 2. Weiter aufstocken. Was gibt's? In Ordnung. Aber gern.
Eure Lordschaft, vorwärts, Legionäre, zu Diensten. So, das ist das meiste abgebrannt. Das nicht zu verreichen. Hier bleibt noch ein bisschen hinten dran. Auf dem Weg. In Ordnung. Eure Lordschaft. Belagerungsturm wird bewegt. Zu Diensten, das Sinn macht, schultert die Waffe. Gib mir eine Chance, dann steht falsch. Boah, städtisch. Das hört sich so richtig sächsisch an, wie der das sagt, genau. Belagerungsturm bereit. Sire, unmögliches Ziel. Ja, moi ist ästhetisch. Zu Diensten. Manchmal. Ja, moi ist das ästhetisch. Und los. So, ihr könnt schon mal Vorarbeit leisten hier oben. Der Schlägertrupp kümmert sich um das ganze Aufräumen. Das ist halt die drittgrößte mutige Leistung. So. Jedenfalls hoch. Bewegt euch, Hunde! Und jetzt kommt ihr hoch. Jetzt, wo alles geräumt ist. Versteht die Taktik? Selbst wenn es nicht klappt, kacke ich ihn jetzt so richtig auf den Rasen. Ihr wartet mal oben. Ihr könntet noch ein kleines bisschen Schutzschild bieten für die Armbrustschützen. Was soll konstruiert werden? Balliste. Bereit, was my Lord. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. So, geht's los. Was machen wir jetzt da unten? Zu Diensten. So, die Armbrustschützen räumen jetzt nämlich das ganze lästige Feuerzeug hier weg. Schultert die Waffen. Es kann sein, dass die Pikiniere gerade mit den eigenen Durchgang versauen. Das ist doch nicht zu fassen. Die haben jetzt gerade hier alles weggenagt. Wie soll ich denn jetzt? Das darf nicht wahr sein. Jetzt geht's wieder. Ah, es geht doch. Alles klar. Ah, es war bloß das Tor, was bis zur Seiten gewechselt hat. Alles klar. Gut, dann bringen wir es zu Ende. Das lief ja ganz gut. Und von dem kriegen wir jetzt ordentlich Knete. Du Feier des Tages kriegst du mal so auf den Kopf. Eine Nachricht von Vasil. So. Oh ja, das ist eine ganz hübsche Sünde. Hübsche Sünde. Hier haben wir gerade super Vorarbeit geleistet, wisst ihr was? Bleibt mal hier. Bleibt mal da. Zur Stelle. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. Zumal er hier nicht so viele Turmgeräte hat auf der Seite, eigentlich gar nichts. Hier können wir super ballern. Schon fast zu gut. Balliste bereit, my lord. Balliste bereit, my lord. Mach das Ding mal weg. Wir geben unser Bestes. Katapult wird bewegt. Bereit, my lord. Katapult wird bewegt. Das erinnert mich irgendwie an mein Match mit von Zebra, so mit Katapulten einfach super allein. Warum bloß? Ich kann es mir nicht erklären. Was wünscht ihr? Achtung und so. Alles vorbereiten für das letzte Gefecht. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Oh. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Ei. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Balliste bereit, my lord. So gut wie erledigt. Da geht auf jeden Fall noch was an Katapulten. Ihr könnt das nicht doch Belagerungsgeräte. Katapult bereit, my lord. Zu Diensten. So gut wie erledigt. So, wie verfahren wir dann weiter?
Hier wäre das Effektivste tatsächlich einfach wieder hier vorne aufzumachen und durch. Wir können jetzt mal auf viele berittene Bogenschützen gehen, dafür haben wir auch noch welche da. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie können wir helfen? Ja, endlich! So, Vorratslager, oder? Ach du Scheiße, wieder die Steine. Bisschen was natürlich wieder zum Nachladen. Ich finde schade, dass ich bei allen nicht... Wenn ich bei allen machen will, stockt es immer wieder auf 20 hoch. Wenn ich jetzt mehr als 20 haben will, das geht nur bei Einzelnen. Das ist nicht schade. Oh. Unfreiwillig, aber hat gesessen. Wartet sich rechtzeitig aus. Ja, wunderschön. So, als hätte jemand eine riesen Ölspur gelegt. So breitet sich das Feuer immer aus. So, zack, und dann Wunsch. ja. Hi. Es werden Rekruten benötigt sein. Komm, gehen wir fürs Rekrutieren mal wieder hoch. Es werden Rekruten benötigt sein. Was wünscht ihr? Weiter schießen wieder. So gut wie erledigt. Wisst ihr was? Versucht den Marktplatz zu treffen. Ist auch eine Idee. Das tut auch weh. Ja. Und wir nehmen den Turm jedes Mal mit. Ganz ehrlich, das hier kann auch mal weg. Klatsch. Erleichtern wir die Arbeit für unsere Briten im Bogenschützen. Es werden Rekruten benötigt sein. Hi. Der Marsch wird. Wir wollen doch noch ein schönes Finale haben. Achtung! Hi. Das sollen unsere Salamischützen ja nicht unbedingt fehlen. Hab ich gehört. 1, 2, 3, 4, 5. Sammelt euch mal hier. Oder wisst ihr was? Sammelt euch gleich hier. Es wurde schon spekuliert, dass es vielleicht sogar ein Easter Egg sein könnte. Dass man da den Kreuzritter sieht auf dem Pferd. Beim Sammelpunkt. Aufpassen! Mal aus der Nähe. Da. Könnte ein Easter Egg sein, tatsächlich. Entweder ist es einfach ein Fehler, ein Bug, oder es ist ein Easter Egg. Kann sein, dass es wirklich beabsichtigt ist. In Ordnung. Wäre auch ganz lustig. Brille. Es werden Rekruten eine Nachricht von Vasir. Bereits für den Feuerball ließen weggeballert werden. Schaut's mit seinen Finanzen aus. Uiuiui. Viel besser als bei mir. Soll sich gar nicht erst beschweren. So, ich würde mal sagen, jetzt können wir mal wieder was losschicken. So. Das machen wir so simultan wie möglich. Das heißt, ihr kommt jetzt vor. Und dann kommt ihr. In der Zwischenzeit können wir dann eigentlich. Meine Nahkämpfer, nee, da bin ich vorsichtig mit. Gehen wir wieder auf 60 zurück. Schauen, dass wir gleichzeitig einen Artillerieschlag setzen. Der es in sich hat. Hat er gar keine Pechgräben? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ah, da ist was. Aber hier ist anscheinend nichts, alles klar. Eine Nachricht von. Jetzt kann der Rest nachrücken. Da ist echt noch eine Balliste dabei. Meine Güte. Balliste bereit, mein Lord. Da ist echt noch eine Balliste bereit, mein Lord. Kommt, Kavallerieansturm. Angriff! Die sind im Nahkampf nicht zu unterschätzen, die Briten im Bogenschützen. Das will man nur mal gesagt haben. Die können da gut was bewirken. Die sind etwas so stark wie ein Lanzenträger. Aber schneller. Und können Pfeile schießen. Gut, dafür teurer, klar. Wenn die jetzt noch so teuer wären wie Lanzenträger, wäre es absolut hoffnungslos imbalanced. Die sind ja so schon imbalanced. So, beenden wir das ganze Spiel. Das waren doch nicht mal alle. So, liebe Statistik, sag mir dann am Ende mal. Das war nicht vorgesehen. Was wir so Tolles erreicht haben. Doch.
Sieg! War doch lustig. Es war Arbeit. Es war wirklich Arbeit, es war anstrengend, aber dafür ist das Gefühl, es geschafft zu haben, umso toller. Und das ganz ohne Kompromisse einzugehen. Wir mussten nichts am Regler drehen. Alles klar. Dann, war's das mit dem letzten Skirmish? So, jetzt vorerst letzten Skirmish zumindest. Für Stronghold Crusader Extreme. Es kann sein, dass mal bald wieder was folgt der Art. Es kann sein, dass mal wieder das normale Crusader kommt oder Crusader 2. Mal schauen, worauf ich Lust habe. Und ja, was demnächst folgt, sind auf jeden Fall die KI-Gefechte. Die KI-Duelle, die KI-Gruppenkämpfe vielleicht sogar. Allgemein würde ich es einfach KI-Kämpfe nennen. Und ja, dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei kommenden Videos. Bis dahin, bye bye.